Heidin, Weihnachtszeit, Backzeit, Stollenzeit. Ja, ich habe mir mein schönstes Outfit geschmissen. Perfekt, oder? Ja, ich weiß, einige stylen sich extra nochmal auf, um kochen Backvideos zu machen. Ich mache das so, wie die Frau von heute, in Leggings und T-Shirt. Und in meiner Weihnachtsbackschürze. Viele haben immer Angst, dass Stollen so mega kompliziert sind. Sind sie ja nicht. Die sind ganz einfach zu machen. Ein einfacher Hefeteig. Schön Gewürze ran. Lecker. Ich zeige euch jetzt gleich erstmal auf den Tisch, was ich alles zu stehen habe. Und dann fangen wir an. Ganz simpel. Ich komme näher. Ich komme näher. Ich meine natürlich 150 ml warme Milch mit einem Päckchen Hefe, einem Esslöffel Zucker und 2 bis 3 Esslöffel Mehl vermengt. Kein Wasser. Da mag immer noch ein Esslöffel voll Mehl mit drin. Das ist immer so ein kleiner Vorteil. Ja, lasse ich 15 Minuten, kick mal, wie das hochkommt. Das ist Wahnsinn. Ich nutze dafür gerne diese Backhefe. Lange haltbar, ihr liegt sicher, extra triebstark. Eigentlich müsste der damit keinen Vorteil machen, mache ich trotzdem. Dann braucht er als nächstes unsere Gewürze. Die habe ich mir schon im Gläschen gemacht. Da braucht er 2 Messerspitzen Zimt, 2 Messerspitzen Kardamom, 2 Messerspitzen Muskatnuss. Und wisst ihr, damit ihr nicht alles solche Pullen kaufen müsst an Gewürze, hol ich immer diese. Das kostet einen knappen Euro. Da sind alle Gewürze drin, die ihr braucht. Kickt mal. Und die sind alle in so kleinen Tütchen verpackt. Und selbst damit könnt ihr, wisst ich, wie viele Stollen machen. Also wie gesagt, da man ja immer bloß eine Messerspitze davon braucht, das ist mal so ein kleiner Preistipp. Müsst ihr immer diese großen Büchsen davon kaufen. Das reicht völlig aus. So, dann braucht ihr eine Prise Salz. Dann brauchen wir 75 Gramm Zucker. Dann brauchen wir 150 Gramm weiche Butter. Dann braucht ihr ein Päckchen Vanillezucker. Ich nehme ja nicht diesen Tonkazucker. Huch, meine Hefe ist bis dahin gekommen. Die explodiert. Entschuldigt. Dann braucht ihr 375 Gramm Mehl. Für meinen Vorteig, für die Hefe habe ich davon das Löffelchen abgenommen, also braucht ihr nicht extra nehmen. Ihr müsst jetzt kein extra Stollenmehl nehmen, ich nehme das ganz gerne, ist aber einfach 405er Mehl von daher. Dann braucht ihr ein Eichen und nachher kommen an Gewürze dazu, habe ich dann 100 Gramm Zitronat, 50 Gramm Orangensaft. Ich häcksel das immer ein klein bisschen, weil ich jetzt so Riesenstücke überhaupt nicht mag und gebe die immer ein ganz klein bisschen Wasser und weiche die schön ein. Hier sind unsere Rosinen, 250 Gramm drin. Die habe ich schon am Vortag schön ja, mit 5 Löffelchen Rum getränkt, damit sie schön weich sind. Der Rumgeschmack, den habt ihr nachher überhaupt ja nicht drin, der verfliegt beim Backen. Dann habe ich eine ganze Orange abgerieben. Jo, mehr kommt hier raus von der ganzen Orange. Die solltet ihr entweder eine Bio-Orange nehmen oder ihr wascht die schön unter Heißwasser erstmal ab. Weil, wie gesagt, wenn die da Transport über ein Schiff hinter sich bringen, ist sie nicht so gut. Dann, wie gesagt, hier steht ja 100 Gramm Zitronat, 50 Gramm Orangensaft und dann hole ich nachher noch ran 100 Gramm gehackte Mandeln. Ja, und das war es eigentlich schon an Zutaten. Ich packe euch das natürlich alles in der Infobox. Ganz logisch. So, dann machen wir erstmal einen anderen Aufsatz auf unsere Küchenmaschine. Das geht ganz simpel. Das ist so mit einem Handgriff passiert. Das klingt total cool. Komm her. So. Und dann kommt unser Knethaken nämlich ran. Seht ihr, hier ist extra so eine Markierung dafür. Ganz simpel, ganz einfach. Fertig. Dran ist er. Dann werden wir mal unsere Zutaten hinzufügen. Als erstes kommt unser Mehl hier drin. So. Dann unsere schöne weiche Butter. Hinein mit dir. Dann unser 75 Gramm Zucker, auch hinein. Und dann unser Päckchen Vanillezucker. Hinein mit dir.
unsere Prise Salz. So. Natürlich unsere lecker duftenden Gewürze. Die dürfen nicht fehlen. Alles raus. Jo. Ich nehme ich mal rüber. Unser Eichen. Müsst ihr mal aufpassen, ob man ein großes oder ein kleines Eichen nimmt. Ich nehme immer Größe M. Und dann kommt natürlich unsere Hefe dazu, unser Vorteig. Ich werde mir dafür meine Schüssel rausnehmen. Ich werde mal rasch dazu machen. So. Dann machen wir unser Ärmchen runter. Nicht unser Ärmchen. Ey, komm. So. Und dann fangen wir mal an. Dann lasst ihr, komm mal runter. Und dann lasst ihr das bei geringer Stufe 10 Minuten rühren. Und dann gucken wir uns das an. Wie schön er sich das vom Rand ranzieht. Ja. So soll das sein. Der Teig ist fertig. So, dann holen wir ihn mal raus. So. Guck mal, da ist er. Schön fluffig. Den stellt er jetzt abgedeckt so für 40 Minuten auf der Heizung. Heizung hat ja, denke ich mal, jeder an, von daher, oder an einem anderen warmen Plätzchen schön abgedeckt, hingestellt, damit das schön aufgehen kann. So, unterdessen, wo unser Teig zieht, machen wir unsere Rosinen fertig. Wie gesagt, ihr seht, die sind noch ein bisschen feucht. Das liegt am Rum. Dann kommt unser wunderschöner Orangenabrieb dazu, oh, und das duftet. Wie gesagt, wer jetzt vergessen hat, Rosinen einzulegen, ist so nicht tragisch. Und ihr müsst die auch nicht in Rum einlegen. Also, wer so absolut ein Problem damit hat. Und hier haben wir unser Zitronat und Orange drin. Mischt ihr erstmal alles schön zusammen. Riecht mal. Lecker, wa? Ja. Eigentlich, wo der Stollen herkommt. Viele sagen ja immer, oh, Stollen ist kirschlich und weiß ich was. Nee, ist ja nicht. Stollen ist so eine kleine Hommage am Bergbau. Das soll aussehen, wo die Jungs zu Tage unter Tage gefahren sind, wie so ein Bergbaustollen im Winter. Darum kommt da der Puderzucker. Wie ein eingeschneiter Bergbaustollen. Und dann gebt ihr euer Mandeln dazu. Das sind so 100 Gramm, die gibt es schon fertig gehackt. Von daher, ihr könnt es auch selber hacken, wenn ihr Lust dazu habt.
Aber man muss es sich ja nicht noch schwerer machen, als es ist, wa? So. Schön vermengen. So, und jetzt kriegen wir mal, was unser Hefeteig macht. So, den Hefeteig nehme ich von der Heizung. Und tada, Uwe Young ist er. Sehr schön, braver Teig, braver Teig. Mhm. So ist schön. Ja. Jetzt kommen unsere Zutaten dazu. Den Teil mache ich immer jetzt schon drin. Und den anderen Teil mache ich immer dazu, wenn die Maschine schon läuft. So, die Teige rein ins Maschinchen. Und dann sanft verrühren. Und dann gebt ihr so Stück für Stück eure Zutaten dazu. Fertig ist er. Und der schnuppert. Oh. Macht euch ein bisschen Mehl hier rauf auf eure Arbeitsfläche. Komm her, mein Freund. Nochmal schön durchkneten. Oh Gott, das haben wir früher in der Backstube ewig gemacht. Ja. So. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden. Macht ihr daraus eine große Stolle? Oder macht ihr zwei kleine Stollen? Ich mache erstmal hier ein ganz kleines Stück ab. Komm her. Leg erstmal beiseite. Das wird unser Stollenkonfekt nämlich. So. Man könnte das jetzt natürlich genau abwiegen. Könnte man, aber dann wärt ihr auf dem verkehrten Kanal. Von daher wiegen wir hier ja auch nicht genau ab. Wir machen das so, wie wir das möchten. Dazu braucht ihr auch kein Rollholz oder sonstiges. Das kann man gut mit der Finger auseinander drücken. So, und jetzt kommt dieser Marzipan dazu. Zieht das ruhig noch ein bisschen durch. So. Dann arbeitet er das noch so ein bisschen mit ein. Jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie ihr die Stolle zusammenklappen könnt. Ihr könnt die jetzt so und so, ihr könnt die aber auch ganz normal. So mache ich es auf jeden Fall. Ihr klappt einfach eine Hälfte über die andere rüber. So. Und dann drückt er mit der Hand hier so ein bisschen rein.
Hier macht er noch so ein bisschen zu. Kriegt mal. Wie gesagt, gibt keinen Schönheitspreis dafür. Hoffe ich doch. Und mit dem anderen machen wir das ganz genauso. Ja. Ein bisschen von unserem Marzipan da hinein. Einfach rüber und hier festdrücken. So. Und aus dem hier, na, was machen wir uns wohl da draus? Genau. Steuerkonfekt, ihr Lieben. Oder den Rest von ein bisschen Marzipan übrig behalten. Macht er da auch noch mit drin. So. Weil von der Stolle können wir ja noch nicht probieren, aber unser Stollenkonfekt können wir dann schon vorher probieren. Logisch, oder? Ja. Das Ganze werfe ich schon mal auf den Bogen Backpapier. Das hat den Vorteil, ihr braucht dann einen immer auch gerabbeln. So, wie gesagt, hier drückt ruhig noch mal ein bisschen rein. Ist ja auch schön zu. Das Ganze lasst ihr jetzt immer so. Ja. Nochmal eine Viertelstunde schön durchziehen, dass der nochmal ein klein bisschen hochkommt. Unser Stollen. Natürlich unser Stollenkonfekt, wa? Das wird auch lecker werden. Oh ja. Als bei euch jetzt am Rand zur Fülle Rosinen rausglotzen, einfach absammeln. Weil die dann beim Backen Ebus. Schwatt und hart, also. Aber wenn ihr den Teig gut verarbeitet habt, dann sollten da so gut wie keine Rosinen mehr rauskicken. Also von daher so. Decke ich jetzt nochmal ein bisschen ab und lasse den liegen. Handtuch drüber stehen lassen. So, ich habe den jetzt stehen lassen. Schaut mal, ist noch ein bisschen aufgegangen. Dann nochmal ein bisschen zur Rechte drücken. Und ab bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in euren Backofen. Im Schnitt so 50 Minuten. Aber ich kicke meistens schon mal so nach 40 Minuten nach. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. So, die war jetzt 40 Minuten. Im Backofen. Für mich reicht die Bräune. Wer so dunkler haben will, macht einfach 5 oder 10 Minuten länger. Lass ich den ganz klein bisschen abkühlen und dann geht's weiter. Unterdessen kann ich schon mal die Butter schmelzen. 100 Gramm Butter und dann geht's los. Und ihr seht ja, die ist mega aufgegangen. Also von daher alle gut. So, und damit eure Stolle schön saftig bleibt über die ganze Zeit, ein ganz einfacher Trick. Ihr piekt lauter Löcher drin. Wenn ihr keinen Schaschlikspießer habt,
Und eine Gabel geht genauso gut. Oder eine Stricknadel. Konfektteig schon drin gelöchert. So. Dann nehmt ihr eure Butter. Eure Flüssige, wie gesagt. Ihr nehmt insgesamt, braucht ein ganzes Stück Butter. 150. Nehmt dafür einen Stollenteig. 100 Laster. Zum Bestreichen. Dann braucht er natürlich noch ein bisschen Puderzucker und ein bisschen richtigen Zucker. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, hier schon noch ein bisschen Vanillezucker mit drüber machen, aber muss man nicht. Und jetzt kommt unser Puderzucker. Seht ihr? Und habt dann verschneiten Berg. Liebster, ich habe für die Stollenkonfekt gemacht. Ja, ne? Ja. Trotzdem kriegst du morgen noch keine ganze Stolle. Das ist zwar schade, aber ich denke, ich möchte noch besser in der Woche. Ja. Wie gesagt, wir haben damals in der Backstube mal getestet. Viele sagen ja immer, die muss 4 Wochen mindestens ziehen oder sonst jetzt. Wir haben mal eine Stolle genommen, frisch angeschnitten und probiert. Wir haben sie nach 1 Woche, wir haben sie nach 4 Wochen getestet. Das ideale Geschmackserlebnis habt ihr wirklich bei einer Stolle nach 1 Woche. Also bei uns passend zum 1. Advent. So. Und das müsst ihr jetzt 1 Woche an kühlen Ort. Ich wickel die jetzt gleich nochmal in Alufolie ein. Und dann stelle ich sie an einem kühlen Ort. Meistens ist es ja Schlafzimmer, was nicht beheizt ist, oder Vorratsraum oder Hauswirtschaftsraum, was ihr habt. Alles, was nicht so warm wird. Und da muss er dann 1 Woche lecker durchziehen. Pinsel. Das leckere Stollenkonfekt. Ach ja, der Teig so nach 20, 25 Minuten aus dem Backofen genommen. Das muss ich ja nicht so lange wie eine dicke Stolle durchbacken. Also von daher. Das könnt ihr euch schon mal schmecken lassen, um auszuprobieren, wie lecker eure Stolle ist. Mhm. Und wenn euer Stollen dann wirklich schön, schön, schön ausgekühlt ist, dann verpackt dann in Alufolie. So 2-3 Mal schön rumgewickelt, komplett, der schön verschlossen ist, der ganz luftdicht verschlossen ist. Und dann legt ihr den 1 Woche hin. Lasst ihn 1 Woche ruhen und dann schneidet ihr den an.
Wie gesagt, ich wickel den gleich ein. Ich will euch das nicht vorknistern. Ich denke mal, ihr wisst selbst, wie man 2-3 Lagen Alufolie darüber macht, oder? Ich hoffe doch. Und dann lasst euch den zum ersten Advent schmecken. Der ist wirklich mega lecker, mega saftig, null trocken. Und wie gesagt, man spart eigentlich auch einen Haufen Geld. Wenn man einen richtigen Marzipanstollen kauft, ist man mit Jutet Geld dabei, mittlerweile auch schon um die 10 Euro. So viel braucht ihr ja nicht an Zutaten und ihr habt 2 daraus gekriegt und auch noch Stollenkonfekt. Also von daher könnte man nachher zusammenrechnen. Schreibt ihr mal unter dem Video, was da so insgesamt vielleicht kostet. Und das Rezept kommt auch in die Infobox. Der riecht gut, der riecht so.